Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Sunny, die gerade am Schlafen ist. Und zum ersten Mal kann ich sagen, wir haben auch kleine Kiddies bei uns. Ja, nämlich die süße Destiny und die Faith. Von der ich den Namen immer noch nicht aussprechen kann, aber es ist egal. Wir wissen alle, was gemeint ist. Außerdem ist Jericho natürlich noch zu Besuch. Ich glaube, heute ist der letzte Tag, aber... Aber das ist in Ordnung, weil die beiden Mäusis haben heute Geburtstag. Und dann werden sie ja schon zu Kleinkindern. Und die kleine Stinkemaus ist schon wach. Warum ist das hier an? Brauche das nicht. Hier kann Mami dich vielleicht füttern. Und dann kann Mami vielleicht Windeln wechseln. Ich schaue die ganze Zeit auf meinen Cam-Link, weil in der letzten Aufnahme ist der ja ein bisschen oft gefreezed. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass es wieder passiert. Ich musste gerade auch ein bisschen rummachen, damit dass es überhaupt wieder angeht. Deswegen, ich hoffe einfach, dass es jetzt wieder in Ordnung ist, weil sonst heul ich, glaube ich. Technik ist mein Freund. So, my girl. Möchtest du vielleicht die Windeln wechseln? Ih, das Kind tropft richtig. Disgusting. Ja, ich möchte ja auch, dass du deine Windeln wechselst zumindest. Ich meine, vermutlich müsste das Kind auch gewaschen werden, aber Jericho ist gerade in der Wanne. Und sie stinkt jetzt auch. Ich möchte sie jetzt natürlich auch nicht so altern lassen, deswegen... Aha! Aber sie kann dann auch vielleicht von Jericho gewaschen werden. Und sie kann währenddessen einen Kuchen machen. Das wäre ja ein Traum. Aber ich glaube, wir machen Erdbeeren. Ich finde Erdbeeren nice. Und dieser ganze Müll, vielleicht sollte der auch in den Müll rein. Und wenn die beiden älter geworden sind, dann können wir auch ein bisschen anbauen. Ihr beiden stinkt auch. Keine mehr. Wow, Level 6. Girl. Oh mein Gott. Der sieht so disgusting aus, aber der ist normal. Wir reden nicht drüber. Du putzt jetzt deine Tiere. Ihr seid so süß. Vielleicht ist es gut, dass Jericho gerade noch da ist. Unser Lama denkt sich auch nur so, oh mein Gott, warum stinkst du so? Aber naja, wenigstens putzt du mich. Der kleine Wurm ist auch wach, aber ist eigentlich ziemlich happy. Wie süß kann man eigentlich sein? So, und wenn sie mit dem ganzen Zeug fertig ist, kümmert sie sich kurz um sich selber, damit sie nicht komplett disgusting aussieht. Und dann können wir die Kiddies altern. Wir haben noch gar nicht gedreht! Müsst ihr mich doch dran erinnern, Leute. Also, wir machen heute die 126. Ändere deine Frisur. Schon wieder? Aber ich will es nicht für alle Outfits machen. Weil mir gefällt die neue Frisur sehr gerne. Hier in dem kann sie vielleicht eine andere Frisur tragen. Ich meine nur, weil das ist ja auch nicht so ein Muttern-Outfit. Und dann kann sie da ja auch eine andere Frisur als eine Muttern-Frisur tragen. Wie wär's damit? Ich finde das süß. Das passt auch zu ihrer Haarlänge und so. I like it a lot. Süß. Ich meine, ob das offiziell als Frisur ändern zählt, wenn man sich einfach die Haare öffnet, weiß ich jetzt nicht. Aber ich find's süß. Jericho hat auch gar keinen Bock gerade auf sein Leben. Oh mein Gott, Destiny kann brabbeln. Süß. Er geht ins Bett und heult. Absolut relatable. Also same einfach nur. Okay, Jericho muss arbeiten leider. Aber wir kriegen das jetzt hier alles hin. Warum schläft der kleine Wurm schon wieder? Naja, der kleine Wurm hat Hunger. Aber we don't care. Weil jetzt ist erstmal Zeit für einen Geburtstag. Okay, vielleicht füttert sie trotzdem erst. I don't care. Nee, du sollst jetzt hier bitte. Es ist Zeit, Geburtstag zu feiern. Sie mag singen. Freut mich. Ihr seid so süß. Oh, look at them. I love it so much. Sweet. Sieht fast so aus, als wäre das Leben hier in Ordnung. Yay. Sie ist zumindest ein glücklicher Säugling. Das freut mich sehr. Okay, 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 okay. Destiny, was wirst du sein? Neugierig. Oh, das finde ich süß. Cutie patootie. Brauchen wir aber neue Kerzen. Ganz schnell. Oh, Cloud hat ein Geschenk geschickt. Ich heul. Oh, direkt eingekackt. Super. Wach auf. Warum kacken die sich immer sofort ein bei mir? Keine mehr. Vielleicht gehört es dazu. Okay, und Faith? Süß, süß. Oh, ich lieb's so sehr. I love you. Oh. Okay, okay, und Faith ist unabhängig. Ey, danke. Danke für alles. Die Frisur ist süß, aber sehe ich irgendwie jetzt nicht so ganz. Aber jetzt geht's eh erstmal in den Chaos.
So, dann sind wir schon fertig. Ich finde die beiden Mäuse sehr, sehr süß. Das ist die süße Faith. Ich zeige euch mal die ganzen Sachen im Schnelldurchlauf einmal. Wir werden sie ja nicht lange so sehen, aber ich finde die beiden sehr, sehr süß. Also, ich mag die beiden sehr, sehr gerne und ich bin schon sehr gespannt, was aus den beiden Mäusen wird. And I love them so much. Kann sich oft genug sagen. Wir machen mal alle Lichter an, dann ist es einfacher. Da Jericho ja, glaube ich, nicht mehr hier schlafen wird, verkaufe ich das Bett. Und dann verkaufen wir das und das. Und die Sachen kommen dann gleich nach oben. Weil ich würde gerne natürlich hier eine Treppe haben. Aber dafür muss das Regal erstmal ins Inventar. Und wir müssen unsere Dächer erstmal löschen. Ich glaube, ich mache erst die Treppe, damit ich weiß, wie groß das da oben sein muss. Was wurde ins Inventar getan? Okay, naja, das werden wir überleben. Ich würde gerne das hier ein wenig erhöhen. Warte, ich kann ja jetzt das hier wegmachen, dann kann ich das besser sehen. So, und dann würde ich gerne hier dran eine Treppe machen. So. Ja. Cool. Ich glaube, das muss dann so sein. Ja, ja, wir machen das schon noch. Damit da dann auch eine Treppe drauf kann. Das hier ist alles ein bisschen experimentell. Aber ich würde das hier unten drunter, glaube ich, wegmachen. Was zum... Warum wird alles gelöscht? Wir kriegen das schon noch hin. So, wie wäre es, wenn wir das so machen? So, dann mache ich das hier so hin. Ich finde das erstmal gar nicht mal so schlecht. So, dann nehmen wir natürlich den Boden. Kommt hier natürlich auch rein. So, jetzt muss ich halt Plattform leisten. So. Einfach weiß. Könnte man das mal machen, oder? Das Geländer sieht man nicht, aber Dinge passieren. So, dann ist das so ein bisschen kindersicherer. Ich meine, das hier stört mich ein bisschen. Aber es ist okay. So, jetzt können wir diese Sachen nach oben schleppen. Ich meine, das können wir auch hier hinstellen. Dann nehmen wir hier das hier nach oben quasi. So. Eine Tür wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das ist ja schon mal toll. Ich meine, dieses Regal kann sie ja auch hier oben aufhängen. Ist es halt umgezogen. Das Bild von Cloud hängen wir wieder auf. Und die Gaming-Matte, als ob das jetzt hier nicht reinpasst. Dann tue ich die Gaming-Matte hier hin und dann tue ich doch den Schreibtisch hier rein. Warum ist hier eine Pfütze? Hier ist noch Müll. Den tue ich erstmal hier auf den Tisch. Kann ich gleich wegschmeißen. Egal. Wir machen jetzt ein hübsches Kinderzimmer. Ich finde das hier eigentlich richtig süß für so ein Kinderzimmer. Aber dann kann man natürlich nicht mehr so viel mit Farben rumspielen. Obwohl für Kinder juckt das eigentlich nicht so, oder? So, hier kommt auf jeden Fall ein Töpfchen hin. Ich finde diese simplen Kinderbetten eigentlich ganz süß. Der ist viel zu groß, oder? Der ist halb so groß wie das Bett. Aber ich finde den süß. Aber ich finde schön, dass wir endlich mal was einrichten können hier. Bisher hatten wir ja nie das Geld dazu. An sich finde ich das von der Form und so voll geil, aber die Farben sind irgendwie jetzt nicht so mein Favorite. Wie wäre es damit? Das finde ich eigentlich sweet. So, jetzt fehlt nur noch ein bisschen Spielzeug. Ja, ich denke, das kann man erstmal so lassen. Das finde ich süß. Und hier oben würde ich gerne noch einen Teppich reinlegen. Sweet. Sieht immer direkt lebendiger aus, wenn da ein Teppich drin liegt. Nice one. Wir haben ein Zimmer. Wie die kleinen Mäuse. Warum ist das Licht hier in dem Raum eigentlich aus? Ich habe doch automatische Lichter an. Wie wär's mit einem Nickerchen für dich? Und du isst schon ein Stück Kuchen. Super. Und du sollst dein Stück Torte auch essen, bitte. Da schmeißen wir in Müll. Top, wir wirken ja fast wie eine normale Familie jetzt. Chaotisch beim Essen. Why? Vor allem eigentlich hatten die ja andere Haarfarben, aber sieht jetzt irgendwie sehr ähnlich aus. We will see, wie das in Zukunft aussieht. So, die kleine Babymaus hier, die hat jetzt nichts mehr zu tun. Deswegen reden wir doch ein bisschen mit ihr. Sie hat immer noch Probleme damit, mit ihr zu interagieren. I'm so sorry, girl. Aber es wird besser. Ohne strenge Familiendynamik kann ich mir actually vorstellen, ja? Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Danach muss sie auf jeden Fall auch ein Nickerchen machen. Weil sonst wird das ja nichts, weil ich glaube, muss sie heute arbeiten? Jo. Uff. Upsi-dupsi. Hast die Wegzeit. Super Destiny. Warum bin ich wach? Sie möchte ein Lied singen. Wie süß. Ein bisschen eng hier. Meint ihr nicht? Naja, Mama legt sich jetzt erstmal schlafen. Lieb's, ey. Aber die beiden sind so cute, oder? Die scheinen ja auch wirklich eine echt tolle Bindung zu haben. Die lieben sich ja wirklich sehr. Deswegen, ich finde das schon sehr schön. Scusi, warum möchtest du in der Toilette planschen? Das ist nicht in Ordnung, Girl. Wie wär's, wenn du hier ein bisschen pipis, ne? Und du kannst hier ein bisschen stapeln. So, die Übernachtungsgäste sind nach Hause zurückgekehrt, habe ich ja gesagt. Wird wahrscheinlich heute der Fall sein. Aber das ist in Ordnung. Ich denke, mit Kleinkindern kommt man besser zurecht als mit Säuglingen. Meine tote Mutter ruft mich an und fragt, ob wir mit dem Blasenmacher irgendwas tun sollen. Nee, ich muss gleich arbeiten. Na, auf geht's. Ich denke, die Tagespflege macht
mehr Sinn. Der Praktikant kriegt natürlich eine schwere Aufgabe. Jawollo. Jericho ruft an. Jericho, wenn du wirklich mit jemandem ausgehen möchtest, ne? Wieso fragst du nicht immer deine Tochter? Aber ganz ehrlich, wenn du das möchtest, dann tu es halt einfach. Ich kann dich eh nicht aufhalten. Sie ist ja komplett tot. Aber ich gehe jetzt ja halbwegs in Ordnung sogar. Dann kann sie einfach ins Bett gehen. Und ihr Mäuse legt euch am besten auch einfach hin. Um 2 Uhr nachts. Naja, so ist das, wenn die Mutter erst nachts arbeitet, ne? Hallo? Sie kann da nicht hin? Ich kann die Treppe nicht benutzen. So, ich stelle das jetzt mal um. Sie kann da nicht hin? Jetzt habe ich das so schön gemacht hier. Dann müssen wir jetzt so eine klassische Treppe nehmen, ha? Huh? Also wenn sie da jetzt nicht hochkommt, dann weiß ich auch nicht. Ach, sie kann. Ach Mann, aber ich wollte eine coole Treppe haben. Schade Marmelade. Rauferei in der Nachbarschaft. Och nö. Warum hast du denn auch die Wegzeit? Du kackst dir gleich schon wieder ein. Ey, denen geht schon wieder so kacke. Warum? Meine Tiere hassen mich. Dann muss sie sich mal wieder zuerst um die Tiere kümmern und dann um sich selber. Die kleine Maus ist schon wach und stinkt bis zum Himmel. Hier, gönn dir. Was zu essen muss sein. Warum seid ihr alle chaotisch beim Essen? Ich raste aus. Liebt Wasser. Hat sie herausgefunden, als sie im Klo geplanscht hat. Klar. Sag mal, was machen wir eigentlich heute? Die 46. Nutze Simstagram. Hier, auf Simstagram hochladen. Kann sie das Bild von Cloud. Ich komme gar nicht klar hier mit denen. Entschuldigung, essen Sie bitte. Gut, dass Sie sich alleine ein bisschen beschäftigen können, während Sie darauf warten, dass Sie gleich mal gebadet werden können. Aber Moody hat noch viel zu tun. Und sie muss heute leider auch schon wieder arbeiten, also. Das Leben ist jetzt nicht ganz so einfach. Dieses Kind möchte nicht zu Ende essen. Jetzt ist es auch noch verdorben. Gut, dann gibt's kein Essen mehr für dich. Manu. Also, wir sagen unter welchen Bedingungen, weil wir haben eigentlich keinen Macker gerade am Start. Also, gönn. Jericho kann gerne reinkommen. Wir müssen gleich wieder arbeiten, also. Vielleicht kann Jericho ja die süße Maus baden. Ja, dafür sind Opas da, oder? Oh, krass. Süß. Jericho ist einfach der perfekte Opa. Aber wir müssen jetzt zur Tagespflege die beiden Mäuse schicken. Ich kann ja nie mal 1000 Simoleons ausgeben. Nur damit meine Kinder betreut werden. Er hat gerade sogar den Viehstall sauber gemacht. Wie süß kann man sein? Jetzt gamet er. Relatable. Ich habe mein Fenster hier verloren. Finde ich nicht okay. Sie hat einen Urlaubstag verdient. Pop off. Sie ist schon wieder fast in einem Burnout. Sie liebt es auf jeden Fall sehr, Moody zu sein. Ich sehe schon. Sie sollte vielleicht andere Arbeitszeiten haben, ey. Es hat die Hoffnung, dass wenn sie dann irgendwann befördert wird, dass das besser wird. Aber das Ding ist, dafür muss sie erst mixen, eine höhere Fähigkeit haben. Und dazu kommt sie ja nicht. Schrecklich ist das. Jericho ist verliebt. We will see. Moon, hör auf, mich anzurufen. Hey, ich habe Essen für dich. Ups, ich habe aus Versehen ihr Bedürfnis schon wieder erhöht. Naja. Es macht jetzt auch nicht so viel Unterschied letztendlich. Auch wenn ihre Bedürfnisse kurz oben waren. Ihr geht es dadurch trotzdem nicht besser. Ich finde schön, wie jetzt überall diese Essensreste rumliegen, weil meine Kinder nicht essen können. Ew! Warum? Kann ich mehr. Die Spitze der Karriere möchte sie erreichen. Das finde ich ein bisschen unwahrscheinlich. Kannst du jetzt bitte dein Kind baden? Das wäre super. Mach mich hier alles fertig. So. 25, geh im Restaurant essen. Ja, vielleicht mal kurz rauskommen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich kann nie mehr. Was hast du denn hier? Ich meine, so lange werden wir mit Jericho ja auch nicht mehr haben. Deswegen gehen wir jetzt mit Jericho, würde ich behaupten. Hi. Ich muss los. Ja, nee, nix da. Wir gehen jetzt essen. Ich wollte gerade sagen, wo ist Justin, aber er ist tot. Ich habe, glaube ich, immer noch nur das hier, oder? Ich habe, glaube ich, nie ein anderes platziert. Warte, ich platziere Leo erstmal eins. Ich will die schon wieder im Diner essen. Also ich habe nichts gegen Diner, aber ich meine, hier in Newcrest habe ich noch genug Platz. Restaurant. Ey, das ist so geil, sowas, ne? Das finde ich geil. Was benutzt Batu? Warum benutzt ihr alle Batu? Wir hassen Batu. Wie geil ist das denn? Einfach ein Foodtruck. Geil. 20x20. Müsste es ja hier geben, ne? Es gibt kein 20x20. Das hier ist aber auch geil. Wir gucken uns das mal an. Ey, das ist voll geil. Ich lieb's wirklich sehr. Auch von innen. Richtig, richtig schön. Vor allem hier hinten halt auch noch so... Keine Ahnung, das ist halt, glaube ich, für so romantische Abende auch sehr, sehr cool. Aber das kann man sich mal gönnen. Da gehen wir jetzt hin. Mit unserem Dad. Ich könnte offscreen generell mein Newcrest ein bisschen füllen. Und neue Sachen platzieren, die wir tun können. So, dann gehen wir da mal hin. Wir laden natürlich Jericho ein. Und weil so schönes Wetter ist, sitzen wir natürlich draußen. Wieso hast du nicht deine Sommerkleidung an? Difficult feelings. Schon ein bisschen sad.
Aber das kriegen wir in Zukunft hin. Hier, wir bitten mal um den Tisch. Der ist wenigstens auch schön im Schatten. Sollt ihr bei dem schönen Wetter hier hochgehen zum Essen? Ach so, hier ist so eine Terrasse, ist auch cool. Ja, okay, dann sehe ich's doch. Aber hier drinnen essen finde ich ein bisschen wild. Am besten wir bestellen auch direkt. Ich muss nachher ja wieder arbeiten. Überfordert mich alles ein bisschen. Rabatz. Und Jericho hat ja, glaube ich, frei. Der kann sich natürlich ein bisschen was gönnen. Wie wäre es damit? So, Jericho nimmt Spaghetti und sie nimmt Butternut Gnocchi. Stelle ich mir sehr geil vor. Let's go. Und dann würde ich um ein sehr persönliches Gespräch bitten. Vielleicht einfach mal darüber reden, dass das immer noch so ein bisschen problematisch ist mit den Kiddies. Über Entwicklung des Babys austauschen. Ist vielleicht auch eine gute Idee. Warum sind die beiden streng? Nö, sehe ich gar nicht, weil sie geht ja immer zu denen. Also sie ist ja immer zu ihren Eltern gegangen, wenn irgendwas war. Hier Erziehungstipps geben. Wir können ja so sagen, dass sie Tipps bekommt vielleicht. Von ihm. Dann können wir auch noch die Bewunderung ausdrücken. Krass, dass du das alles geschafft hast. Und Jericho hat ja auch ein krasses Leben hinter sich. Und trotzdem war er immer für seine Kinder da. Sag, jetzt schon das Essen kommt. Was denn hier los? Es ging ja schnell. Oh, es sieht so geil aus. We need some pictures for the memories. Aber könntest du vielleicht nicht deine Augen die ganze Zeit schließen? I love it. Absolute Verehrung. Happy Family Gameplay ist immer das, was wir brauchen. Weiser Rat zum Thema Familie. Wie perfekt ist das denn? Süß, süß, süß. Sie mag Täuschungen? Also meinetwegen, aber es macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ich glaube aber, ihr tut es mal ganz gut, rauszukommen. Ja, sie möchte ja auch noch mal ein bisschen sich bewegen. Was, wenn sie einfach mal hier ein bisschen joggen geht, bis sie gleich arbeiten muss? Ich bin ja gespannt, ob die Mädels dann auch wieder ihren Booty und ihre Boobies bekommen. Weil das wäre dann ja schon die vierte Generation mit so krassen Ausprägungen, sag ich mal. Ich habe nichts dagegen. Aber es ist wild, dass sich das so stark hält. Guck mal, dann sinkt ihr Burnout-Dings hier auch ein bisschen. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Sie stinkt dann zwar, aber Dinge passieren. So geht sie gleich zur Arbeit. Ich heule. Ja, man kann sie auch bezahlen, wenn sie das noch schafft. Okay, sie geht jetzt. Tschüssi. Gar nicht mehr. Dieses Let's Play macht mich echt einfach nur fertig. Ich weiß, ich wollte bezahlen. Was geht denn da hinten eigentlich ab mit dem Nebel? Lebensstil in Gefahr? Ja, ich würde ja gern wieder mehr mit Technik machen. Ben Ernest ist gestorben. Das ist unser Onkel? Aber mit dem haben wir eigentlich nie was zu tun gehabt. Warum ist sie jetzt so traurig darüber? Also, ich meine, sie darf traurig sein. Aber wann haben die Kiddies Geburtstag? Morgen schon. Als ob es dann im nächsten Part schon das Kinder-Umstyling gibt. Also es ist kurze Lebensdauer ist echt crazy. Also es macht es chaotisch und ich liebe es auch ein bisschen. Aber ich hasse es auch. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich glaube, ich beende am besten hier einfach mal den Part. Der Gesichtsausdruck beschreibt alles, was dieses Let's Play ausmacht. Ich liebe es ein bisschen. Aber ich beende jetzt hier den Part. Es war wild wie eh und je. Wir haben bald 50 Parts der Lucky Legacy erreicht. Wir sind jetzt in Part 45 quasi, wenn man das nicht in Staffeln unterteilen würde. Beziehungsweise ich unterteile es ja in den Generationen und so. Mal gucken, was dann Part 50 sein wird. Vermutlich könnten wir vielleicht sogar passend zu Part 50 in Generation 4 starten. Aber das könnte auch schon wieder knapp werden. We will see. Also es wäre cool. Aber es wäre auch okay, wenn es nicht so wäre. Ich hoffe, wie immer, dass euch der Part gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!